Das ist mal ein toller Bauernhof, was? Der gehört jetzt mir. Also, eine Zeit lang zumindest. Die Bauersleute sind nämlich ein paar Tage verreist. Und solange schmeiße ich den Laden. Naja, also, Davina hilft mir ein bisschen dabei. Wie kann man nur so langsam sein? Wie bitte? Langsam? Fast 5 Minuten für 30 Zentimeter. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was soll das eigentlich? Ich racker mich hier ab und was machst du? Den Kräutern beim Wachsen zuschauen oder was? Nee, aber sowas Ähnliches. Ich schau nach, ob Schnecken wirklich so langsam sind, wie alle sagen. Und? Die sehen total lahm. Aber nicht alle, Olli. Mein Speedy war super schnell. Speedy? Als Kind habe ich mit Speedy jedes Schneckenrennen in der Nachbarschaft gewonnen. Ich war die beste Rennschneckentrainerin weit und breit. Naja, vielleicht hattest du auch einfach nicht die richtigen Gegner. Wie bitte? Was willst du denn damit sagen? Gegen mich hättest du keine Chance. Da reißt aber einer ganz schön die Klappe auf. Aber gut, du hast es so gewollt. Schneckenrennen. Heute Mittag. Einverstanden? Einverstanden. So, da wären wir. Jetzt können wir mit dem Training anfangen. Aber wie macht man eigentlich so ein Rennschneckentraining? Vielleicht kann ich ja bei der Konkurrenz ein bisschen spionieren. Ich glaube, du hast das Zeug zum Champion. Du könntest mein neuer Speedy werden. Oha, da will uns wohl einer ausspionieren. Na warte. Na dann wollen wir mal mit dem Training beginnen. Das Wichtigste für eine Rennschnecke ist natürlich die Geschwindigkeit. Aber wie erreichen wir die? Mit Training. Und dieses Training ist streng geheim. Das ist Spionage, Olli. Na, warte. Bleib ja draußen, Olli. Zutritt nur für mich. Das ging ja mal gründlich in die Hose. Mist. Oh Mann, was braucht denn so eine Rennschnecke? Auf jeden Fall einen schnellen Namen. Ich hab's. Ich nenne dich Turbo. Mensch, Turbo, wie mache ich aus dir nur eine Rennschnecke? Ich hab keine Ahnung. Du siehst ein bisschen schlapp aus. Hey, du brauchst Kraftfutter. Haha, schön grün und saftig. Damit wird mein Turbo super fit. Hier, hau rein, Turbo. Oh, und Schneckentrainer brauchen auch ihr Kraftfutter. Und? Hast du deine Rennschnecke gefunden? Oh ja, die war so schnell, ich musste sogar hinterher rennen. So. Ja, und deswegen habe ich ihr den Namen Turbo gegeben. Und du? Ich habe eine Schnecke gefunden, die garantiert noch viel schneller ist als der gute alte Speedy.
Hat vorhin sogar eine Ameise abgehängt. Oh. So, Olli, sagen wir, in einer Stunde im Garten? Mhm. Ich muss jetzt nämlich auch zurück. Speedy müsste inzwischen mit seinem Aufwärmtraining fertig sein. Aufwärmtraining? Hey, Turbo, wir müssen gleich mit dem Aufwärmtraining... Was? Du hast ja gar nichts gefressen. Oh je, du wirst doch wohl nicht krank sein? Oder habe ich dir vielleicht das falsche Futter besorgt? Hey, Smartphone, was fressen Schnecken besonders gern? Sie sind der Schrecken aller Gärtner. Wenn die Schneckenarmee im Gemüsegarten einfällt, dann wird angeknabbert, was ihnen vor die Fühler kommt. Bei der Suche nach Nahrung orientiert die Schnecke sich mittels ihrer Fühler. Die schwenkt sie suchend umher und verschafft sich so ein möglichst großes Sichtfeld. Die beiden kleinen Fühler verfolgen auf den Boden gerichtet Geruchsspuren, die auf Nahrung hindeuten. Die hier habt ihr sicher schon mal gesehen. Das ist eine Weinbergschnecke, unsere größte Landgehäuseschnecke. Ihr Haus kann bis zu 5 cm hoch werden. Die Weinbergschnecken zählen zu den Pflanzenfressern. Und wenn Schnecken fressen, kann man das sogar hören. Hört ihr das Raspelgeräusch? Deswegen nennt man die Zunge der Schnecke auch Raspelzunge. Da sitzen rund 40.000 kleine Zähnchen drauf. Die Ernährung der Schnecken ist vielfältig. Es gibt Pflanzenfresser, Aasfresser und Raubschnecken. Die Weinbergschnecken fressen aber am allerliebsten welkes Grünzeug. Welkes Grünzeug? Igittigit! Und das soll gesund sein? Naja, wenn's dir schmeckt, So, extra welk, nur für dich, Turbo. Sag mal, was machst du denn da in deinem Haus? Komm raus, ich hab hier extra Futter für dich besorgt. Und überhaupt, ohne dieses komische Haus wärst du doch viel schneller, oder? Brauchst du das überhaupt? Ein Smartphone? Wozu brauchen Schnecken ihr Haus? Manche haben eine ganz kleine Hütte, andere einen riesen Bungalow. Aber warum haben Schnecken überhaupt ein Haus? Es bietet Schutz. Die inneren Organe der Schnecke befinden sich nämlich da drin. Und wenn es kalt wird, kann sich die Schnecke einfach in ihr warmes Haus zurückziehen. Auch vor Feinden und sonstigen Gefahren bietet das Haus einen prima Schutz. Wenn sie zur Welt kommt, ist das Haus der Schnecke noch ganz klein und durchsichtig. Erst nach und nach wird es dicker, größer und bekommt seine Farbe. So sieht ein Schneckenhaus innen aus, wie eine Spirale. Löcher und Risse kann die Schnecke von innen sogar selbst reparieren. Das macht sie über Kalk, den sie mit der Nahrung aufnimmt. Fast alle Schneckenhäuser sind im Uhrzeigersinn gedreht. Nur etwa jede 10.000. Schnecke hat ein Haus, das sich in die Gegenrichtung dreht. Und diese Schnecke nennt man den Schneckenkönig. Okay, du brauchst dein Haus. Aber jetzt müssen wir wirklich mit dem Training beginnen. Weißt du was? Ich baue dir eine prima Rennstrecke. Dann kannst du ganz ordentlich trainieren. Wo ist denn der Kleber? Ich bin gleich wieder da. Oh nein, Turbo, nicht! Hast du dich geschnitten? Bist du verletzt? Olli, komm! Los geht's! Geht nicht! Wieso?
Weil Turbo über die Schere gekrochen ist und sich wahrscheinlich schwer verletzt hat. Da kann ich dich beruhigen, Olli. Einer Schnecke macht sowas gar nichts aus. Was? Ja, schau. Ich kann es dir sogar zeigen. Schnecken können über scharfe Messer und sogar Rasierklingen kriechen, ohne sich zu verletzen. Warum? Weil sie die scharfen Gegenstände gar nicht berühren, sondern auf ihrem Schleim kriechen. Schnecken sind erstaunliche Tiere. Sie haben tausende von Zähnen, aber nur einen Fuß. Und aus einer Drüse am vorderen Rand ihres Fußes sondern sie den Schleim aus. Sie können sogar, ähnlich wie bei einem Saugnapf, einen Unterdruck erzeugen. Das ermöglicht ihnen, eine glatte Wand hoch oder kopfüber runter zu kriechen. Probleme haben sie eher mit rauen Untergründen und vor allem mit Sand. Da verbrauchen sie sehr viel Schleim, um vom Fleck zu kommen. Das schwächt die Tiere, besonders wenn es heiß und trocken ist. Siehst du? Alles gut mit deinem Turbo. Na dann, kann losgehen! Los, Didi! Gib alles! Super Turbo! Das nenne ich mal einen Turbostart! Du hast schon so gut wie verloren, Davina! Abwarten, Olli! Turbo! Super, Speedy! Ja, Turbo! Versuch doch mal den zweiten Gang! Turbo! Nur noch ein Meter bis zum Ziel! Für mein Speedy ein Kinderspiel. Turbo. Davina! Was denn? Davina, die Schnecken sind weg! Was? Tatsache. Oh Mann! Wer hat denn jetzt gewonnen? Na, keiner. Na, wir müssen noch mal ein Rennen veranstalten. Also dann muss ich aber erst mal Turbo wiederfinden. Und ich Speedy. Turbo! Speedy! Turbo! Speedy? Turbo? Speedy? Turbo? Doch nicht. Schau mal, Olli, ist das Turbo? Was? Nein, Turbo sah doch ganz anders aus. Oh, aber ich glaube, ich habe Speedy gefunden. Ja, guck mal. Das ist doch nicht Speedy. Bist du sicher? Ja. Der war genauso langsam wie Speedy. Turbo! Ach, doch nicht. Oh, ich glaube, ich habe Turbo gefunden.